So, da sind wir auch schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich durchsuche Truhen bei Orientierungspunkte. So, wenn ihr nicht wisst, wo Orientierungspunkte sind, ich werde es euch gleich natürlich zeigen, aber wir versuchen direkt an den besten Spawnpunkt zu gehen, den es überhaupt im Spiel gibt. Weil wir müssen nur in Anführungszeichen nur 10 Truhen, aber ich glaube an dem Ort kriegen wir sogar 8 Truhen direkt hin. Wo mache ich das Ganze? Natürlich Gruppenkeile. Gruppenkeile ist dafür eigentlich wie geeignet. Ihr habt in Anführungszeichen eure Ruhe. Ich hoffe halt, dass an dem Spot jetzt keiner hinfliegt. Aber kurz noch was in eigener Sache. Erstmal danke an alle, die jetzt noch nachträglich die Mitgliedschaft beantragt haben. Erstmal Grüße geht da raus an jeden Einzelnen. Und warum machen die Leute das? Genau, es geht um die Skin-Verlosung. Denn ich mache jetzt immer öfters so im Stream, neben den Custom Games, zwischendurch auch mal einen Skin-Contest, wenn es einigermaßen läuft, machen wir einfach eine Skin-Verlosung. Und zwar, wenn ich eine Solo-Runde spiele und diese gewinne, werde ich direkt danach eine Skin-Verlosung machen im Shop, also im Stream. Und es bekommt derjenige den Skin, der halt zu dem Zeitpunkt da ist und Mitglied ist. Warum Mitglied? Klar, der Spaß kostet euch natürlich einen Euro, aber ist halt einfach nur ein kleiner, hier muss ich rausgehen aus der Runde, ist nur ein kleines Dankeschön an euch, die halt logischerweise ein bisschen mehr supporten als die anderen. Aber keine Angst, die anderen werden auch noch nach und nach irgendwas bekommen, also bleibt doch mal ganz entspannt. So, warum habe ich die Runde neu gestartet? Weil wir genau auf der falschen Seite angefangen haben, aber ich denke mal, bei der nächsten werden wir das definitiv hinkriegen. Nochmal zu den Orientierungspunkten. Die Orientierungspunkte sind eigentlich immer die ganzen Orte, die zwischen irgendwelchen benannten Orten sind. Heißt zum Beispiel Steamy Stacks und wie sie alle heißen, genau die Orte, wo Namensschild ist, da müsst ihr nicht hinfliegen, weil da zählt es nicht, weil es halt eine Stadt ist. Ihr müsst halt wirklich irgendwo hinfliegen, sogar der Leuchtturm wäre ein Orientierungspunkt. Weil das sind einfach Sachen, die sind benannt, aber nicht auf der Map benannt. Also wenn ihr euch die Map anguckt, so, ich lande schon wieder am falschen Ort, aber wir machen es jetzt ganz einfach, wir fliegen hier hin und dahin. Eigentlich habe ich gedacht hier hin, weil da an dem Ort, da wo der Hubschrauber ist, da findet ihr eigentlich immer safe 7, 8, 9 Kisten sogar. Dann könnt ihr danach nämlich hier runter gehen und da sind die nächsten Kisten. Also eigentlich auch die typische EP-Runde. Aber wir gehen jetzt einfach hier hin, hoffen einfach mal, dass hier keiner hingeht, dass die meisten die Aufgabe schon fertig haben. Ich kann nicht, ob ich zum Leuchtturm hingehen soll erst, weil da sind schon mal definitiv 3 Kisten. Mal gucken, ob einer zum Leuchtturm hingeht, aber sieht gut aus. Dann können wir nämlich auch direkt auf dem Leuchtturm landen, da haben wir schon mal allein 2 Kisten definitiv. Und dann dürfte das eigentlich alles schon gar kein Problem sein. Und sieht gut aus, ja. Fliegen alle nämlich nicht hier rüber. Ja, die sind alle noch mit der Shark dran. Der Shark und dann zur Agency. Aber dazu kommen wir dann in einem anderen Video. So, ihr seht schon, eine Kiste ist safe hier oben. Die ist immer hier. Und dann halt im Treppenhaus ist noch eine. So, wie ihr seht, eine haben wir schon. Hier müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr nicht runterfällt. So, Loot ist erstmal zweitrangig. Ihr seht schon, die nächste Kiste wird angezeigt. So, dann einfach hier runterrennen. Und wie ihr gesehen habt, eine Kiste haben wir schon. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Kisten wir hier zusammen bekommen, aber jetzt mal schon 2. Ich meine, unten wäre definitiv noch eine. Ja, dann sind wir nämlich schon bei 3. Also 3 Kisten allein schon im Leuchtturm. Ich glaube nämlich, mehr sind hier nicht mehr. Aber wir gehen jetzt einfach mal komplett hoch. Wie hoch der ist. Das ist auch ein geiler Spot, wenn wir zum einfach so landen, nämlich einfach den Leuchtturm komplett abbauen. So, dann meine ich, wäre hier noch eine drin. Bin mir dabei jetzt nicht ganz sicher. Ah, doch. Da sind wir schon bei Kiste Nummer 4. Bester Baumeister ever. Hier ist, glaube ich, auch noch eine. Warte mal, eine ist definitiv hier im Dach. Dann haben wir nämlich schon 5. Zack, das war die 5. Kiste. Warum zeigt er wieder nur 4 an? Was ist denn da Gold? Ah, jetzt sind 5. Jetzt, das war dann die 6. Zum Beispiel bin ja doch eine Kiste ist hier noch. XP-Münze, nehmen wir gerne mit. So, das war die nächste. Ich glaube, das war's aber hier erstmal. Aber wir haben ja direkt hier gegenüber. Ne, 7 Kisten haben wir jetzt. Also auch da findet ihr direkt 7 Kisten.
Also so schlecht ist der Spot eigentlich nicht, wenn er euch alleine gehört. Easy. So, dann gehen wir nämlich direkt hier rüber. Und gehen nämlich hier noch in die anderen Häuser. Und wie ihr seht, ganz simpel. Ganz, ganz simpel. Also da braucht ihr euch auch gar nicht bekloppt machen. Aber wenn ihr ganz normal spielt, werdet ihr die Kisten sowieso finden. Und ihr wisst ja, wenn ich euch schon damit helfen konnte, gerne ein Like da lassen. Wenn noch kein Abonnent ist und noch einen Skin gewinnen will, gerne ein Abo da lassen. Wir haben halt immer ganz entspannte Livestreams. Also ich will mich da nicht in den Himmel heben, aber ich würde sagen, bei uns im Chat kann man sich wenigstens noch unterhalten. Nicht wie bei manch anderen, da ist ja wirklich Katastrophe angesagt. So, das war jetzt Kiste Nummer 8. Jetzt bin ich gerade im Ding, war hier noch eine. Ah, ich hoffe, das Kochen von meiner Frau hört man nicht zu laut. Hier ist keine mehr. So, dann gehen wir nochmal darüber. Oh ja, ich glaube, das Kochen ist ziemlich laut von meiner Frau. Man kennt es. Gerade erst nach Hause gekommen, direkt PC an und für euch jetzt die Aufgaben machen. Ehre. So, wo sind wir hier? Sniper, egal, wir brauchen Kisten. So, das war eigentlich schon Kiste Nummer 9. Ich glaube, sonst ist hier aber keine mehr, oder? Ne. Bam, 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 bam. Dann gehen wir mal ganz langsam Richtung Zone. Da waren wir schon. Ach Gott, ich dachte schon, er hätte mir. War hier keine Kiste mehr? Ne. Gehen wir mal hier rüber, bevor uns die Zone nämlich tötet. Und dann seht ihr schon, haben wir ganz entspannt die 10 Kisten gefunden, innerhalb von einer Runde. Bei Gruppenkeile müsst ihr halt echt immer darauf achten, dass halt keiner bei euch landet. Das ist halt das Wichtigste, logischerweise. Also landet nicht an irgendwelchen Hauptspots, wo die Leute eh immer hinfliegen, weil dann könnt ihr euch wegen einer Kiste darum streiten. So, das war Kiste Nummer 9. Und eine haben wir noch hier unten. Zack. Ach, waren sogar doch schon 10. Wusste ich doch, dass wir 10 haben. Sollen wir mal die Assi? Ach komm, wir holen sie mal mit. Einfach nur, um die Leute zu ärgern. Ganz entspannt. So, wie gesagt, wenn ich euch damit helfen konnte, gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen und öfters mal im Stream vorbeischauen. Ich kann euch schon sagen, ihr werdet es nicht bereuen, wenn ihr Lust habt auf einen gepflegten Chat. Das ist jetzt nicht irgendwie, um abgehoben zu sein, aber ich finde schon, dass unser Chat ordentlich ist. Wodurch kommt das? Ganz einfach, keine Moderatoren. Und eine klare Linie fahren. So, warum wird mir die Aufgabe nicht angezeigt als fertig? Oder habe ich das irgendwie nicht mitbekommen, dass ich die XP nicht bekommen habe? Soll ja kein Blödsinn machen, mir die XP nicht geben, ey. Dann bin ich aber stinkig. Dann muss ich bei Epic mal anrufen. So, mache ich hier jetzt noch ganz entspannt ein paar Kills mit der netten Minigun. Werde ich mich natürlich. Oh Gott, dieser FPS-Drops. Es ist wieder typisch. Es ist Aufgabenzeit und es leckt. Ah, Gegner ist da. Ach, Gegner bleibt oben. Wie das leckt. Eklig. Na komm, einen müssen wir noch wegholen. Wo sehen denn alle hin, ey? Deshalb sage ich einfach, Datenregen ist besser. Ihr habt direkt Action, ohne viel hin und her. Einfach. Boah, diese FPS-Drops. Ist bei euch Gruppenkeile auch inzwischen so schlimm geworden? Das war früher nicht so, ey. Oder sie sind halt echt jetzt auf Datenregen alle zusammen setzen. Ah, der ist noch zu weit weg. Boah, ernsthaft. Guck mal, diese FPS-Drops, das ist doch ein Witz, ey. Ist ja bald Standbild gewesen, ey. Junge, 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 Junge. Also, ich weiß schon, warum ich kein Gruppenkeile mehr spiele in letzter Zeit. Gott, das ist doch nicht normal, oder? Also, ohne Quatsch, schreibt mal bitte in die Kommentare, ob das bei euch auch so ist. Das ist ja bald nicht mehr spielbar, ey. So schlimm habe ich es eigentlich nicht in Erinnerung.
Also, nehmen wir noch einen. Boah, ey, das ist ja echt nicht spielbar, ey. Ist ja mehr als eklig. Aha. Das war's schon mal mit ihm komplett. Und ihm auch. Gott, ey, ich sah die Minigun, ey, die ist auch einfach zu stark. Ach, jetzt, ja, ich krieg mal meine XP. Danke, Fortnite. Was ist er denn? Nur irgendwie gefühlt eine Stunde zu spät. Naja, alles gut. Solange sie kommen, ist alles gut. Was ist er denn? Ach, da. Guck mal, die FPS-Drops. Wie viel FPS hat man? 3. So, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Danke an alle, die so lange dabei geblieben sind. Und in dem Sinne würde ich sagen, gehen wir direkt weiter zur nächsten Aufgabe und haut rein. FPS-Drops vom Allerfeinsten. Weihe, weihe, weihe.